Ferienspaß auf dem Bauernhof. Raus aus der Stadt, rein ins Landleben. Ich habe mit meiner Familie einen Kurzurlaub auf dem Bauernhof der Familie Wäschle in Nüsslingen-Dietsteig auf der Zollernalb verbracht. Für uns gar nicht weit entfernt, praktisch fast um die Ecke und definitiv Erholung pur. Ein richtiger Geheimtipp für alle Familien im und ums Ländle herum. Für uns war es die erste Urlaubserfahrung auf einem Bauernhof. Und so viel kann ich jetzt schon verraten, unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Aber fangen wir mal von vorne an. Die niedlichen Alpakas sind bei unserer Ankunft als erstes aufgefallen. Die kamen gleich neugierig angesprungen und waren einfach zum Knuddeln. Der Wäschlehof mit zwei großen Ferienwohnungen liegt direkt am Waldrand, umgeben von wunderschöner Natur auf der Schwäbischen Alb. Meine Kinder haben natürlich gleich den tollen Garten entdeckt. Perfekt ausgestattet mit einem großen Trampolin, Tischtennisplatte, Schaukeln und vielen kleinen Fahrzeugen. Mit dem Traktor ging unsere Erkundungstour dann los. Die Kids waren schon total aufgeregt und hatten sich riesig auf die vielen Tiere gefreut. Die schöne Alplandschaft und die ganzen Tiere um uns herum, das war für uns eine richtig großartige Erfahrung. Jeden Tag versorgen Simone, Bernd und ihre zwei Kinder den großen Bauernhof als Nebenerwerb. Seit 20 Jahren ist es ihre große Leidenschaft, mit den Tieren zu arbeiten und für sie etwas Gutes zu tun. Hier seht ihr eine gemischte Truppe aus 200 Legehühnern. Von denen gibt's jeden Tag frische Eier. Die werden im Selbstbedienungshoflädel verkauft und sogar ausgeliefert. Die Hühner leben zusammen mit einem Hahn, Ziegen und Schafen. Die beschützen sie nämlich vor Wildvögeln. Simone und Bernd ist es wichtig, dass die Tiere sich frei auf Gras und Stroh bewegen. So können sie ihre Nestle machen, scharren und einfach glücklich sein. Denn glückliche Hühner legen auch leckere Eier. Die reine Luft hier hat mir so gut getan, so viel Natur um mich herum, herrlich. Im Wald kann man einfach gut durchatmen. Das ist Simones Lieblingsbaum, weil er einfach so frei alleine dasteht und sofort ins Auge fällt, majestätisch. Simone hat mir viel vom Hof und ihrem Leben hier erzählt und es hat richtig Spaß gemacht, ihr zuzuhören. Die viele Arbeit und die wenige Freizeit, die sie haben, das kann man, glaube ich, nur leisten, wenn man wie die beiden das alles mit Leidenschaft betreibt. Und es ist wirklich beeindruckend, was da alles dahinter steckt. Das war mir vor dem Besuch gar nicht so bewusst. Jetzt sind wir bei den Kühen angekommen. Die erste Kuh kam so zutraulich auf Bernd zu. Das hat mich wirklich beeindruckt, wie vertraut sie mit den Tieren sind. Sie genießt es, regelrecht von ihm gestreichelt zu werden. An der linken Ohrenmarke hat jede Kuh ihren eigenen Namen bekommen. Witzig, oder? Ich habe mich am Anfang gar nicht richtig getraut, die Kälber und Kühe zu streicheln. Obwohl ich vor der Anreise sogar aus Spaß zu den Kids gesagt hatte, ich küsse heute mal eine Kuh. Und es hat fast funktioniert. Durch das hohe Gras ging es dann weiter zu den Ziegen und Schafen. Auch die konnten wir streicheln. Vor lauter Freude sind die Kids ihnen dann noch hinterhergerannt. Aber da waren sie dann doch ein bisschen scheu. Zurück auf dem Hof durften wir noch einen Blick in den eigenen Hofladen werfen. Und siehe da, hier gibt es tatsächlich grüne Eier, die anscheinend ziemlich beliebt sind. Sogar Linzer Schnitte habe ich entdeckt. Das ist absolut mein Lieblingskuchen. Lecker. Auf dem gemütlichen Bänkle hat mir Simone erzählt, dass oft Wanderer und Radfahrer hier vorbeikommen, Eis oder Kuchen essen und es sich richtig gut gehen lassen. Viele schwärmen, es sei wie ein Tag Urlaub und das kann ich voll bestätigen. Angekommen in den zwei Ferienwohnungen mit zwei Stockwerken war ich begeistert von der ganzen Ausstattung. Es war alles vorhanden, groß, geräumig und gemütlich. Spielsachen für die Kinder und vieles mehr. Sogar das Geschirr war familiengerecht abgestimmt. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt. Am Abend haben wir es uns dann noch im Gasthof Adler, der nur 8 Kilometer entfernt war, gut gehen lassen. Sehr freundlich wurden wir hier empfangen und als Vorspeise gab es als Überraschung eine köstliche Suppe in einem kleinen Tässchen. Mit den anderen Gästen sind wir schnell ins Gespräch gekommen. Sie kommen regelmäßig in den Gasthof und haben von der großartigen Atmosphäre und dem guten Essen geschwärmt. Wir hatten leckeren Wurstsalat, Zwiebelrostbraten, Käsespätzle und Schnitzel. Köstlich. Die Teller waren alle ratzfatz leer, also uns hat's richtig geschmeckt. Den Gasthof Adler gibt es schon seit 555 Jahren und er hat unsere Erwartungen echt übertroffen. Hier befindet sich die Adlerstube. Zusätzlich gibt es noch ein Nebenzimmer, wo bis zu 30 Personen Platz haben und ein Festsaal bis 150 Personen. Der Familienbetrieb legt großen Wert auf frische regionale Produkte, die mit viel Hingabe und Sorgfalt zubereitet werden.
Nach einer erholsamen Nacht habe ich mich am nächsten Morgen richtig ausgeschlafen gefühlt. Das Bett war so gemütlich, ich wollte gar nicht aus den Federn. Dann haben wir uns noch ein leckeres Frühstück gemacht, natürlich mit den hofeigenen Eiern, bevor wir mit wehmütigen Herzen unsere Heimreise angetreten haben. Habt ihr denn schon mal Urlaub auf einem Bauernhof gemacht? Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so erlebt habt. Bis bald, eure Angie.